Hose. So, und ist das gut. Hallo ihr Lieben, wir haben hier dieses coole LOL-Haus und was hast du gerade gemacht? Alle Sachen aufgemacht. Willst du mal zeigen, wie es in deinem Zimmer aussieht? Tada! Tada! Wow, hier fliegt alles rum. Wir haben nämlich im ersten Teil vom Video, dass ihr euch unbedingt zuerst angucken solltet. Wir verlinken euch das mal hier oben mit einem oder I. Da. Genau. Also guckt auf jeden Fall den ersten Teil an. Da haben wir die ganzen Möbel ausgepackt. Die liegen jetzt hier unten und Ava wird jetzt das Haus einrichten und es euch ganz genau zeigen. Bevor wir allerdings anfangen, haben wir eine Tanzung. Schaut diesen Heiligen und bei Videos teilen auf WhatsApp, auf E-Mail, auf Instagram. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Könnt auch einfach euren Freunden erzählen, dass es uns gibt. Und abonniert, danke. Wenn ihr das schon gemacht habt, dann müsst ihr es nicht nochmal machen. Und liked unser Video. Und wenn ihr das alles geschafft habt, schreibt in die Kommentare LOL. Und wenn ihr nicht schreiben könnt, macht ein Emoji, das euch einfach zum Lachen bringt. Das ist doch mal eine super Idee. Und jetzt würde ich sagen, bringen wir mal hier in diese Unordnung etwas Chaos. Nein, jetzt bringen wir diese Unordnung mal unter Kontrolle, wollte ich sagen. Ja? Ja? Okay. Mit welchem Raum möchtest du eigentlich anfangen? Wohnzimmer. Okay. Guck mal. Da war dieses For Sale Sign dabei, dieses Schild. Ich fand den Ständer so blöd zu bauen, dass wir es jetzt gelassen haben. Und Avas Sachen stehen alle da hinten, beziehungsweise die Sachen der LOL-Puppen. Mhm. Und dann pack mal ein. So, erstmal fange ich an hier unten. Okay. Und dann da und das Sofa hin. Ja. Und das Steinchen, reicht hier um meinen Tisch. Und hier noch so ein. Und dann noch das hier. Okay. Ist das Wohnzimmer fertig? Mhm. Und was gefällt dir daran am besten? Das Licht hier. Die Stehlampe. Ja, da kann ich einfach auch so wie eine Taschenlampe. Cool. Und worüber warst du vorhin eigentlich total enttäuscht, als du das aufgemacht hast? Eigentlich nur bei den Möbeln schon, dass da kein Essen dabei war. Auf dem Bild war da viel Essen und ich dachte, da kommt dann viel Essen in Folge genommen. Dann müssen wir mal gucken, was du so an Accessoires hast, die du da reinmachen kannst. Aha. In die Küche, oh, gell? Ich habe viel Accessoires. Ja, da finden wir schon was. Aber so sieht das Wohnzimmer aus und die Little Sis, die ihr ganz genau in unserem ersten Teil sehen könnt, sitzt da drin. Und ich habe gesehen, Avas Papa hat die Aufzugsschiene etwas weit links aufgeklebt. Das müssen wir nochmal richten. Da könnten die Puppen rausfallen und sich zu Tode stürzen. Das ist ganz schwer. Müssen wir mal gucken. Muss Papa nochmal nachgucken. Das geht echt schwer. Oh, da fällt alles raus. Was ist eigentlich das Coole an den Stühlen? Zeig mal. Dass man hier einen Tisch dran machen kann und dann man kann um den Tisch. Genau, dann hat man den Tisch separat getrennt. Ja. Und ich glaube, die Küche ist fertig. Du, der eine Tisch fehlt noch. Den kannst du so als da hinten, der schwarz-weiß gestreifte, der gehört noch dazu. Ja, den hier kann ich sehen. Genau. Oh, aber ich glaube, wir müssen die stapeln, sonst kommen die nicht an ihren hohen Tisch dran. An ihren Esstisch. Genau, die macht man dann einfach da rein. So sieht jetzt die Küche aus. Und zwar sind hinten der Herd und so einfach aufgedruckt. Da sind Hängeschränke aufgedruckt, da ist ein Fenster und da habt ihr dann eure Möbel, den Kühlschrank da hinten. Das sieht aus, als wären da Magnete an dem Kühlschrank. Sehr schön. Oh, guck mal, die Little Sis. Wenn man sie alleine lässt, ne? Macht nur das Unsinn. Was passiert? Wee-ha! Ich kann überall alles machen. Ich kann die Stühle umkippen. Ich kann bei den Stühlen verstecken. Ich kann die Stühle anlecken. Anlecken? Juck! Sag mal, auf dich muss doch jemand aufpassen, Little Sis. Die sind gerade einkaufen gegangen und ich bin nicht mitgekommen. Also kann ich hier sein. Du bist
bist ja frech. Das Feuer lecken. Das Feuer lecken? Dann mache ich dann die Schweiße. Ist da in der... Ah, das war mir ja noch gar nicht aufgefallen. Da ist ein Kaminofen. Wow, der Garten, der Rausziehgarten. Wow. Das war alles. Wir sind uns nicht sicher, ist das eine ein Planschbecken oder ein Whirlpool? Glaube ich auch. Und ein Sandkasten. Da hat sogar schon jemand den Sand aufgewühlt. Schaut mal, da sind Fußstapfen drinnen. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Swimmingpools. Da sieht man so ein bisschen Muster von Fliesen, eine Treppe und dann natürlich den Whirlpool. Und ich glaube, wenn wir die Treppe abnehmen, kann man das bestimmt immer noch trotz allem zuschieben, oder? Willst du mal probieren? Nee, dann geht's nicht mehr rein. Also wir haben gerade gesehen, wenn das erstmal drinnen ist, seht ihr, das geht hier über diese Kante drüber, dann kann man das nicht mehr reinschieben. Und jetzt? In das Schlafzimmer. Jawohl. So hat Ava jetzt das Schlafzimmer eingerichtet und guck mal, da sind ganz viele Poster an der Wand. Die haben sogar einen Fernseher, Ava. Du hast keinen Fernseher? Dann die kleine Wiege mit einer kleinen Zudecke für die Sister. Das Stockbett. Und dann habt ihr hier gleich die Wendeltreppe ins nächste Stockwerk. Und da hinten ist noch eine Tür versteckt. Cool. Okay. Noch zwei Räume und die Dachterrasse. Ja, jetzt mache ich erstmal das Klo. Das ist da hinten. Das Badezimmer ist fertig und jetzt zeige ich euch, wie ich das spiele. Okay. Wen holst du? Es ist mir leid, wir können jetzt nicht reden. Ich muss auf Toilette. Wo ist die Toilette? Springpower! Ich muss auf Toilette. Rechtzeitig. Ich mach mir gleich in die Hose. So, auf und ist das gut. Tut mir leid, wir können jetzt nicht reden. Hey, so macht man nicht, Pippi. Wie denn? So. Ah, das geht in mein Gesicht. Wie denn? So, oh, ich dachte, wenigstens der setzt sich richtig drauf. Trinkt der jetzt aus der Toilette? Oh nein! Oh nein, das ist ja katastrophal. Ich glaube, ihr müsst alle in die Badewanne. Guck mal, die haben ein cooles Marmorbad. Wow. Ah, Badewanne. Alle ab in die Badewanne mit Klamotten nach dem ekligen Zeug, was ihr da gemacht habt. Das ist keine Badewanne. Das ist eine Toilette, genau. Und jetzt schön an. Ich zeig euch mal die Badewanne. Die ist nämlich voll süß. Und guck mal, die Toilette hat roségoldenes Toilettenpapier. Und da hinten ist ein roségoldener Spiegel. Na, hattet ihr genug? Ihr könnt auch selbstverständlich mal in den Pool hüpfen. Yay! Hey, Sis! Ja? Kann ich essen? Mädels! Hä? Bevor ihr hier rumtouren, ihr müsst noch einen Raum und die Dachterrasse einräumen. Ihr habt noch ein bisschen was zu tun. Ah, so ein Umzug ist anstrengend. Komm, Sis. Strengt euch an. Dein Dressing Room, dein Ankleidezimmer. Der Traum eines jeden Mädchens, ein eigenes Ankleidezimmer. Ins Ankleidezimmer kommt jetzt noch die Disco-Kugel. Ein Ankleidezimmer mit einer Disco-Kugel. Wie krass ist das denn? Ein cooler Schminktisch und da drüben ist noch ein Regal mit Taschen und so. Guck mal, die haben sogar Steckdosen nicht vergessen. Ist das nicht cool? Und was fehlt noch? Die Dachterrasse. Alles eingeräumt. Das ist schon ziemlich cool, oder? Ziemlich super cool. Weißt du was? Den Rucksack kannst du, glaube ich, auch noch in das Ankleidezimmer packen. Und die Sonnenbrillen auch. Und dann habt ihr alles gesehen. Alle. Nein, nur alle große Sachen. Ja, stimmt. Ich packe jetzt all meine anderen LOL-Sachen in das Haus. Ich bin super aufgeregt, das kann ich nur dazu sagen. Das glaube ich. Jetzt hast du endlich ein Zuhause für die ganzen LOL-Sachen. Ich glaube, das wird jetzt passen. Ich zeige gerade Papa alles um
so habe ich das Ankleidezimmer eingerichtet. Wow, so schön. Das sieht ja cool aus. Ja. Stark. Und da unten warten schon verschiedene Püppchen auf ihr neues Zuhause. Ich habe auch mehr dazu gemacht. Größere Familie. Jawohl, lasst sie sich vermehren. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Vergesst nicht, den ersten Teil anzugucken. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn ihr Ava vielleicht nochmal mit ihrem LOL-Haus spielen sehen wollt. So richtig spielen. Vielleicht mal ein ganzes Video nur mit einer LOL-Geschichte. Wenn wir 10.000 Daumen nach oben für dieses Video kriegen, dann machst du das, oder? Aha. Und ja, dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal.